Er sagte den Spielern, wenn sie im Stadiontunnel sind, ihnen einen Blumenstrauß zu geben, aber umwickelt mit Stacheldraht. Ich gehe zurück in die Umkleidekabine nach dem Spiel, alle Spieler sind dort und singen Sadhguru, Sadhguru, Sadhguru. Ich habe zur Fußballmannschaft in Everton gesprochen. Verfolgt irgendjemand die englische Premier League? Also das ist eine der besten Ligen der Welt. Englische Premier League, höchste Qualität, die besten Spieler spielen dort. Derzeit wird die spanische Liga immer besser, aber die englische Liga ist, was das Talent angeht, immer noch großartig. Als ich also das letzte Mal in Birmingham war, besuchte ein junger Mann das Kursprogramm. Nicht das Programm, nur einen Vortrag, Abendvortrag. Also, ich wusste nichts über Sadhguru. Ich hatte bis zum Vortrag noch nie von ihm gehört. Und dann, kurz bevor er anfing zu reden, kam einfach diese Energie in den Raum. Es hat mich einfach total umgehauen. Und da steht er, dieser Typ, dieser unglaubliche Typ, und er fängt an zu reden. Ich ging also heim, und er war ein unglaublicher Redner, wie ihr wisst. Incredible energy. Unglaubliche Energie, und es hatte wirklich eine große Wirkung auf mich. Und am nächsten Tag denke ich mir also, ich würde ihn gerne einladen, damit er zu den Spielern spricht. Sadhguru ist ein großer Fußballfan und ein großer Sportfan, wie ihr wisst. Er stimmte also zu, vorbeizukommen und mit den Spielern zu sprechen, und ich war so aufgeregt. Am nächsten Morgen, es war ein Samstag, kam er, um die Spieler zu treffen und sich das Training anzuschauen. Und auf einmal fing ich an, sehr nervös zu werden. Normalerweise fühle ich mich nicht gestresst, aber ich war sehr gestresst und nervös. Und in dem Moment, als ich ihn sah, löste sich das Gefühl der Panik, das ich hatte, komplett auf, und ich fühlte mich vollkommen gelassen und friedlich. Und das ist Teil der Wirkung, die Sadhguru auf Menschen hat. Sie brachten mich also zum Everton Football Club, und sie wollten, dass ich zu den Jungs spreche. Sie sind für sich genommen schon Stars. In dem Moment, in dem du in eine professionelle Fußballliga reinkommst, bist du selbst ein Star, weil es dort ein gewisses Talent gibt. Dann habe ich mit ein paar Jungs den Ball ein bisschen rumgekickt und danach wollte ich mit ihnen reden. Und er hatte seine Sandalen an und seine wehenden Roben, und er kickte da draußen den Ball herum mit Jack Rodwell. Das ist einfach ein sehr lustiger Anblick und lustige Erfahrung, diesen indischen Guru hier zu haben, der den Ball mit Erstligafußballern kickt. Er war also an diesem Abend im Teamhotel in Formby. Wir stehen kurz davor, am nächsten Tag gegen Liverpool im Derby zu spielen, und wir haben Liverpool seit Jahren nicht geschlagen. Ich ging also hin und sie waren am Trainieren. Wenn Fußballclubs trainieren, stehen sie unter der Peitsche des Trainers. Und es ist sehr rigide und die Dinge werden auf Herz und Nieren geprüft, denn am nächsten Tag spielen sie ein großes Spiel, ein sehr großes Spiel mit Liverpool. Liverpool hat wirklich fabelhafte Stars. Torres, Gerrard. Das sind Leute, die ein Spiel individuell verändern können, im Alleingang. Der Trainer prüft sie auf Herz und Nieren, und du weißt schon, die üblichen Dinge mit Auf- und Ablaufen. Sie wollen sie am Vortag nicht zu sehr unter Stress setzen, sondern gerade genug, um sie fit zu halten. Ich ging also dorthin. Ich sagte, ich möchte einfach dabei sein und beobachten. Und ich war einfach dort. Er kommt also in den Raum, in seinen Roben, und die Spieler saßen dort. Und mir fiel sofort auf, dass die Spieler auf einmal bekamen sie einfach diese, sie beruhigten sich. Normalerweise können viele von ihnen nicht still sitzen, aber sie saßen völlig still, waren vollkommen präsent und ruhig, und ein Frieden kam in den Raum. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Und von einer Okay-Haltung wurden sie langsam so. In der Art. Denn sie dachten, dass irgendeine religiöse Predigt folgen wird. Ich stellte ihnen einfach simple Fragen und brachte sie dazu, das Leben, das Spiel in einer bestimmten Weise zu betrachten. Ich versuche nicht, ihnen Fußball beizubringen. Sie wissen, wie man Fußball spielt. Aber wie hält man sich selbst? Nur das, ein 1,5-Stunden-Vortrag. Am nächsten Tag hatte ich ein Spezialticket, um beim Spiel in der Loge zu sitzen. Box for the game. Und ich ging hin und setzte mich für das Spiel.
Und eine Sache, an die ich mich erinnere, ist, er sagte den Spielern, wenn sie im Stadiontunnel sind und auf den Gegner treffen, sollen sie ihnen einen Blumenstrauß geben, aber umwickelt mit Stacheldraht. Aber ich werde nicht näher darauf eingehen, was er damit meint. Aber das blieb immer bei mir hängen und ich weiß, dass es auch bei den Spielern hängen blieb. Einer ihrer Stars ist Tim Cahill. Tim Cahill kommt aus Australien und ich sah diesen Jungen einfach so dasitzen. Ich sagte, heute, wenn du das Feld betrittst, sag nette Dinge zu den Liverpool-Spielern. Er schaute schockiert. Nette Dinge zu ihnen sagen? Ich sagte, er ist ein Stürmer. Also sagte ich, gehe insbesondere zum Torwart und sage ihm nette Dinge. Er schaute so drein. Ich sagte, ja, du machst das. Und ich sagte, finde etwas über das Leben des Torwarts heraus. Sie sagten, er hatte vor 3 Monaten eine Tochter bekommen. Ich sagte, gehe hin und frage ihn, wie es seiner kleinen Tochter geht. Mach es einfach. Und wenn er denkt, es ist ein freundliches... Wenn er sich in seinem Kopf für einen Moment mit dir anfreundet und für einen Moment nachlässig wird, einen Moment der Nachlässigkeit ist, was du brauchst. That's all the game is. Das ist alles, um was es im Spiel geht. Und das erste Tor hat er geschossen. Und ich habe ihn tatsächlich gesehen, als sie sich gegenseitig vorstellten, hat er nicht nur die Hand geschüttelt, er ging zum Torwart und klopfte ihm auf seine Brust und sagte etwas Nettes. Und innerhalb 20 Minuten hat er das erste Tor geschossen. Sie schossen noch eins. Und sie dominierten das gesamte Spiel hindurch, was eine große Überraschung war und am nächsten Tag Schlagzeilen in allen Zeitungen machte. Sie gewannen 2-0. Ich gehe zurück in die Umkleidekabine nach dem Spiel. Alle Spieler sind dort und singen Sadhguru, Sadhguru, Sadhguru. Und es war einer der besten Tage meines Lebens. Unter diesem Abend kam ein Spiel des Tages. Spiel des Tages fing gerade an und die Kamera schwenkte einfach herum und sie landete auf Sadhguru, weil er das Everton-Trikot anhatte, das Jacks ihm gegeben hatte. Und der Kommentator sagte, was? Hier ist ein interessanter Gentleman. Es ist nur, dass Liverpool ständig bedeutet, du bist übermannt, überwältigt vom Ansehen der großen Spieler dort. Niemand kann mit seinem Ansehen ein Spiel oder eine Situation gewinnen, egal wo. Wie du diese Situation handhabst, ist, wie sie funktionieren wird. Ich habe ein großartiges Ansehen, aber morgen kannst du dich zum Narren machen, nicht wahr? Wenn du es nicht richtig handhabst. Ansehen ist zu respektieren, wenn du auf der Straße gehst. Niemals zu respektieren oder gar in Betracht zu ziehen, wenn du dich tatsächlich in der Situation oder im Spiel befindest. So the impact that Sadhguru had on... Also der Einfluss, den Sadhguru auf die Spieler hatte, war enorm. Und er gab ihnen Meditationstechniken wie Ishakriya. Und ich weiß, dass einige von ihnen das bis heute noch machen. Und einige von ihnen folgen Sadhguru immer noch, seinen Vorträgen. Und er ist eine riesige Inspiration. Und hoffentlich, wenn diese Pandemie vorbei ist, werden wir ihn wieder hierher holen können. Und er kann einer neuen Generation von Fußballern helfen, erfolgreich zu sein.